Neuer Tag, neues Glück hier bei der Vuelta. Wir sagen herzlich willkommen zu den heutigen Highlights. Wir sind jetzt schon auf Etappe Nummer 11 und seit gestern, da gibt es ja einen neuen Spitzenreiter. Ott-Christian Eiking, der Norweger für das Team Intermarché Vanti-Gobert, geht also heute im roten Trikot auf die Strecke und wir freuen uns auf die kürzeste Etappe dieser Spanien-Rundfahrt. Es sind in Anführungsstrichen nur 133,6 Kilometer und es gibt wieder eine knackige Bergwertung. Bis 7 Kilometer vor dem Ziel und zum Zielstrich selbst geht es dann auch nochmal richtig steil nach oben mit Rampen von über 20% auf dem letzten Kilometer. Fünf Mann schafften es in die Gruppe des Tages. Plankert, Lastra, Cort Nielsen, Bu und Van Hucke lagen an der Spitze, aber der Vorsprung, der wurde nie größer als 2 Minuten. Ja, und im Feld, da war man nervös. Wir sehen das hier. Es gab einen Sturz, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gab. Es ging hier sogar bergauf. Quinn Simmons für das Team Trek-Segafredo, der musste sogar sein Rad wechseln. Aber es ging alles noch einmal gut. Die Fahrt konnte weitergehen und der Vorsprung, der blieb trotzdem bei 1,45 für die fünf Mann nach vorne. Eiking mit seinem Team Intermarché Vanti-Gobert also in der Kontrolle und dahinter sehen wir ihn schon, Primoz Roglic, der ja quasi das rote Trikot nur ausgeborgt hat. Er war immer in Schlagdistanz, aber war natürlich auch froh, dass sein Team Jumbo-Visma heute nicht großartig arbeiten musste. Unsere fünf Jungs an der Spitze, die zogen natürlich fleißig weiter durch und kommen dann auch bis zum besagten Einstieg der zweiten Kategorie. Der begann rund 17 Kilometer vor dem Ziel und dann gab es den Angriff, na klar, von Magnus Cort Nielsen. Der war heute auch der große Favorit aus dieser Gruppe. Er hatte ja schon die 6. Etappe gewinnen können und wenn wir uns richtig erinnern, auch da ging es auf den letzten Kilometer nochmal steil nach oben. Also vielleicht klappt es heute ja noch einmal für den Dänen. Die Spitzengruppe fällt dann komplett auseinander. 12 Kilometer vor dem Ziel wird auch Van Hucke eingeholt. Aber der Däne da vorne, der hat immer noch 45 Sekunden Vorsprung und es sind immer noch 4 Kilometer bis zum Gipfel. Movistar und Bike Exchange waren darum bemüht, das Tempo gleichmäßig hochzuhalten. Aber dann gab es zunächst nochmal eine Attacke vom Spanier David de la Cruz für das Team UAE. Der kann sich auch von dieser Gruppe um die Favoriten lösen. Die Gruppe wurde tatsächlich immer kleiner, aber er kommt nicht entscheidend weg. Und kurz vor der Bergwertung kommt dann auch nochmal Damiano Caruso von hinten vorbeigesprintet. Der trägt ja das Bergtrikot. Holt sich hier noch ein paar Punkte und dann war das Feld auch schon wieder an ihm dran. Ganz vorne aber, der fährt immer noch Magnus Cort Nielsen und der hat von dieser Bergwertung hier oben ja auch nur noch 7,5 Kilometer bis zum Ziel. 4 Kilometer vor dem Strich werden ihm immer noch 30 Sekunden Vorsprung angezeigt. Er könnte es also vielleicht schaffen, aber der letzte Kilometer, der soll dann natürlich dieses Rennen entscheiden. Mit rund 15 Sekunden Vorsprung fährt er dann unterm Teufelslappen hindurch und weiß, jetzt darf er sich eigentlich nicht mehr umdrehen, jetzt muss er nur noch durchziehen. Dass er das kann, das hat er schon bewiesen. Aber auch hinten ist man jetzt nochmal nervös und aufgeregt. Sepp Kuss fährt zunächst nochmal nach vorne, macht das Rennen schnell. Primoz Roglic fährt hinterher und 600 Meter vor dem Gipfel, da greift dann Enric Maas an. Der sprengt dann hinten diese Gruppe komplett auseinander. Primoz Roglic geht mit und an der 500 Meter Marke, da dreht sich dann Magnus Cort Nielsen noch einmal um und weiß, heute wird es nicht reichen, denn jetzt fliegen sie hier an mir vorbei. Enric Maas von vorne, Primoz Roglic dahinter, auch Jack Hake darf nicht fehlen. Danach, da kommt dann Adam Yates und wir sind jetzt schon auf der Zielgeraden. Es wird hier nochmal so richtig brutal steil, auch wenn das von dieser Perspektive gar nicht so schlimm aussieht. Ja, und Primoz Roglic, der hat nochmal den Turbo. Der fährt vorbei am Spanier, holt sich seine 2. Etappe bei dieser Vuelta. Es ist eine schnelle Etappe mit einem 42er Stundenmittel. Er dreht sich nochmal um und sieht, okay, das reicht. Er bringt auch nochmal ein paar Sekunden zwischen sich und seinen ärgsten Verfolger. Ganz hinten irgendwo haben wir ihn noch gesehen. Magnus Cort Nielsen, der fuhr hier mit Zickzacklinien diesen Berg nach oben. Das war ein wirklich brutales Finale. Für den Dänen hat es nicht gereicht, aber der Slowene, der zeigt einmal mehr, dass er hier der Mann der Stunde ist. Also Primoz Roglic gewinnt die Etappe. Es gibt hier auch nochmal ein schönes Shakehands zwischen ihm und Enric Maas. Das war also heute nochmal all out auf den letzten paar hundert Metern. Und das hier, das ist das Tagesergebnis. 3 Sekunden fährt Primoz Roglic heraus auf Enric Maas. Zeitbonifikationen gibt es ja auch noch. Lopez wird dann Dritter vor Haag, Yates und Bardet. Tja, da haben wir sie wieder gesehen, diese wunderbare Geste des ehemaligen Skisprung-Weltmeisters Primoz Roglic hält sie also nach oben, die Trophäe mit dem Profil dieser Etappe. Und dieser Mann hier, Ott-Christian Eiking, auch der hat heute gut durchgezogen, der wird Tageszehnter und verteidigt mit dieser Energieleistung sein rotes Trikot, bleibt damit in der Gesamtwertung vorne. Guillaume Martin ist Zweiter mit 58 Sekunden, dann schon Roglic mit 1,56, Maas mit 2,31 vor seinem Teamkollegen Lopez. Und nun ist die Frage, wie lange kann dieser Norweger
das Rot-Trikot noch auf seinen Schultern tragen. Morgen könnte er es ein weiteres Mal verteidigen. Heute hat er Stärke bewiesen. Aber jeder Tag hier ist neu, jeder Tag ist anders. Und morgen sind es wieder 175 Kilometer auf dem Weg nach Córdoba. Am Ende gibt es zwei Anstiege, also einer mehr als heute und einer mehr als gestern. Nach dem letzten geht es fast wieder nur noch bergab bis zum Ziel. Das wird also wieder spannend. Es lässt jede Menge Möglichkeiten offen, am Ende noch etwas zu bewegen. Die ganz, ganz hohen Berge, die gibt es erst wieder am Wochenende. Also schauen wir mal, was morgen passiert. Roglic muss eigentlich nicht angreifen, aber vielleicht macht er es ja trotzdem. So oder so hören wir uns morgen wieder. Und für heute, da sagen wir wie immer Adios.